Hey Leute, in diesem Video geht es um Signbank, ein wunderprächtiges Bankautomat-Plugin, womit ihr sehr viel anfangen könnt. Die einzige Voraussetzung ist ein Economy-System. Falls ihr noch keins haben solltet, empfehle ich euch Minecraft-Economy-Video anzuschauen, damit Signbank auch bei euch funktioniert. Natürlich ist ein anderes Economy-Plugin auch verwendbar. Signbank vereinfacht nur die Einfachheit. Wir können unser Geld sowie unsere XP auf die Bank lagern, also können so Zinsen bekommen, wenn es lagert, und können Geld an andere Leute verschicken. Alles easy über den Bankautomaten, der einfach zu erstellen ist. Einfach ein Schild setzen mit der Überschrift Money Bank oder XP Bank. Mit der Maus können wir dann auf dem Schild eine Möglichkeit auswählen, die wir tun möchten, also entweder einzahlen, auszahlen oder eine Überweisung tätigen. Sofern ein Bankautomat in Benutzung ist, kann niemand anderes dort etwas tun, solange bis der User, der gerade an dem Bankautomat steht, fertig ist. Was auch einfach ist, wenn ihr fertig seid, braucht ihr einfach nur wegzugehen, ja, und die Sache ist fertig. Der Bankautomat schließt sich dann selber und der nächste User kann ran. Ihr solltet also vielleicht mehrere Automaten auf eurem Server verteilen oder einfach eine große Bank bauen mit vielen Automaten. Zudem könnt ihr den Usern Höchstbeträge setzen, die sie nicht überschreiten können, also sozusagen ein Maximum an Geld, was man haben kann. Okay, soweit zum Plugin. Kommen wir dann mal zur Installation. Also, wir sind jetzt auf der Startseite von Signbank auf Bucket.org und wie auch bei jedem anderen Plugin finden wir hier Informationen, Features und natürlich den guten alten Download-Link. Ihr wählt den Button oben rechts an und drückt drauf. Ihr werdet daraufhin auf eine weitere Seite gebracht und könnt dort eure Version, die ihr braucht, runterladen. Als kleine Notiz. Ältere Versionen funktionieren meistens auch mit den neueren Bucket-Versionen, das heißt, wenn ein Plugin ein bisschen älter ist als die neueste Bucket-Version, ist das meistens kein Problem. Andersrum sieht es aber leider ganz anders aus. Daher haltet eure Bucket-Version immer schön aktuell und die Plugins sind ein bisschen zweitrangiger. Also, wenn ihr das Plugin runtergeladen habt, solltet ihr die Signbank Jar in euren Plugin-Sorter packen. Zusätzlich habe ich in meinem System nochmal Vault verbaut. Das Plugin oder anders gesagt diese API könnt ihr euch runterladen. Der Link steht in der Beschreibung. Und Vault ist einfach nur gesagt eine kleine Stütze. Ja? Also als Beispiel haben wir jetzt hier Signbank. Das ist ja ein Economy-basiertes Plugin. Und wenn zum Beispiel das Geld-Plugin Craft-Economy nicht mit dem Signbank-Plugin funktionieren kann, weil hier Signbank Craft-Economy nicht unterstützt, dann kann Vault mit dieser API diese kleine Lücke stopfen. Ja? Und Vault ist dann halt ja so sozusagen mit allen gängigen Plugins verbunden und kann alle verbinden. Ja? Also ganz grob und einfach gesagt. Okay, also als nächstes gehen wir jetzt einmal in den Signbank-Ordner. Hier finden wir einmal die drei Dateien, einmal den Accounts-Ordner, einmal die Bank und die Config.yml. In dem Ordner Account werden, wie der Name schon sagt, die Accounts der Spieler gespeichert und in der Bank.yml eigentlich komplett genau dasselbe. In der Config haben wir die Möglichkeit, Zinsen einzustellen. Solange es auf True steht, ist es an. Sobald man es auf False setzt, ist es aus. Interest Percent ist die Angabe für die Zinsen, also in dem Falle 1,01% von dem Anteil, der auf der Bank liegt. Wenn wir also zum Beispiel 50 Euro auf der Bank haben und davon 1,01% Zinsen bekommen, dann wäre das eine Summe von 0,505 Euro. Ja? Das heißt, einfache Zinsrechnung, meine lieben Schüler. Und das könnt ihr halt auch so ändern, wie ihr wollt. Der Timer darunter ist auf Stunden ausgelegt, was wir aber alles nochmal in-game ändern könnten. In dem Falle wäre es halt einmal 6 Stunden. Der maximale Betrag liegt hier bei 250.000, den könnt ihr auch ändern. Und das ist dann halt das Maximale, was man da dann halt bekommen könnte für. Die letzte Zeile ist einmal für Serverausfälle gedacht, also wenn es mal einen Crash gibt. Also ich weiß das nicht ganz genau, auf jeden Fall erstellt er sich mit diesem Code alle wieder zusammen. Das heißt, alles verloren gegangene wird wieder ja, zusammen erstellt. Ja? Also braucht ihr euch auch darum nicht kümmern. Ingame bekommen wir eine Übersicht, wenn wir in den Chat /sb eingeben. Wir haben also drei Comment-Pfade, die wir befolgen können. Als erstes hätten wir da einmal SP Interest und der zeigt den momentanen Zinssatz und wann man immer Zinsen bekommt und wie lange es noch bis zum nächsten Mal dauert. Mit SP Balance können wir sehen, wie viel Geld auf unserer Bank ist und wie viel XP Level wir momentan drauf haben. Mit SBC könnten wir schauen, wie viel Geld ein anderer User auf der Bank hätte. Ja? Aber das Ganze kann man natürlich über Permissions regeln, das heißt, wer nicht diese Permission hat, kann auch nicht diesen Befehl eingeben oder allgemein das ganze Bankplugin nicht nutzen. Ja? Das heißt, diese Befehle sind kein Muss für den User, aber ja, ich habe sie trotzdem mal gezeigt.
Also das Bedienen eines Automates ist auch recht simpel, ja. Einfach nur Rechtsklick drauf und schon geht die Lampe an. Und wir können mit weiteren Klicks im Menü herumfahren und können zwischen Auszahlen, Einzahlen und Überweisen wählen. Wenn wir etwas machen wollen, geben wir einfach nur den Betrag in den Chatzeile ein und schon ist das Geld auf der Bank oder im Portemonnaie. Das gleiche gilt natürlich für das Überweisen, einfach den Namen schreiben und den Betrag. Bei der XP-Bank ist das genau dasselbe, nur dass man dort Level ein- und auszahlen kann. Also wenn ihr zum Beispiel ein Level habt, kann es halt auf der Bank rauf, ja? Und das geht halt wirklich nur levelweise, also nicht nur einen halben oder so, sondern immer nur ganze. Okay, das war's jetzt erstmal wieder von mir und ich würde sagen, die Permissions stehen nochmal unten in der Beschreibung. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, die einzufügen, also die Rechte für die User einzustellen. Und wenn ihr damit aber Probleme habt, könnt ihr mir gerne eine PN senden. Ansonsten alle Fehlermeldungen und so weiter könnt ihr mir auch gerne senden über das Plugin. Ansonsten könnt ihr euch gerne in dem Kommentarbereich ja unterhalten, ja, über das Plugin. Falls mal irgendjemand Schwierigkeiten hat, da wird immer einem geholfen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es das gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.